Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Ich möchte heute mal wieder ein neues Deck spielen. Ich meine, wir probieren ja jetzt hier die letzten Tage relativ viel aus. Und ich möchte heute mal einen Rogue spielen. Dafür werde ich mir die neue Rogue-Karte hier machen, die neue Valera, weil ich die unbedingt eigentlich haben will. Valera, weil ich mir die unbedingt holen will. Und ob ich mir die jetzt hole oder später, das macht keinen Unterschied. Also machen wir es jetzt. Ich create mir also Valera. You cannot escape the shadow of death. Ah, Valera. Schön, dass du da bist. So, und des Weiteren möchte ich hier versuchen, ob wir vielleicht die Möglichkeit haben, ein Deck zu spielen, das in Richtung Quest geht, tatsächlich. Ich habe mir überlegt, obwohl wir könnten, oder sollen wir, ich glaube Quest, obwohl, make the Rogue Quest great again könnten wir machen. Ich denke tatsächlich, dass die Karte im Miracle besser ist. Die gute Valera the Hollow. Aber ich würde gerne Quest spielen. Wir nehmen also die Quest. Wir nehmen den Backstep. Wir nehmen den Bounce. Wir nehmen Prep. Wir nehmen... Den Coin nehmen wir nicht mit. Wir nehmen den hier mit. Wir nehmen den Bounce hin noch weiterhin mit. Viscerate nehmen wir mit. Das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Das hier nehmen wir... Okay, wir nehmen doch die goldene Variante davon mit. Weil Gold sieht natürlich besser aus. Wir nehmen einen Shadowcaster mit, liebe Leute. Einen Shadowcaster und einen Vanish. So, und jetzt kommen natürlich die Sachen, die wir hier auch noch spielen müssen. Pirate. Wir spielen natürlich die Pirates hier an der Stelle. Ne, warte mal, den hier spiele ich ja gar nicht. Ich spiele natürlich den hier. Und halt noch Elemental. Elemental packen wir das hier rein. Wir packen den Glacial Shard rein. Und wir packen noch... Ah, oh, schwierig. Karten, die man halt sehr, sehr gerne oft sieht im Deck. Ach genau, wir brauchen noch den zweiten Bouncer. Ohne den zweiten Bouncer können wir hier wahrscheinlich nicht so viel machen. Ja, okay, wir müssen es anders machen. Wir packen den Shadowcaster doch raus. Packen zwei Glacial Shards raus, einfach weil wir noch den 3-Drop brauchen. So Leute, so sieht das Deck jetzt aus mit Valera the Hollow. Ich weiß tatsächlich nicht, ob Valera the Hollow nicht vielleicht ein bisschen zu langsam ist für dieses Deck. Ich meine, es sieht schon ein bisschen standardmäßig aus nach einem Questrogue. Aber ich denke tatsächlich, wenn wir auf Turn 9 kommen und mit dem Questrogue hier irgendwas reißen können, wäre das natürlich optimal. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn wir dann hier zum Beispiel irgendwie halt uns einfach halten auf dem Board, wir spielen das ganz gechillt durch und so, ihr versteht schon, was ich meine. Und dann kommt zum Schluss Valera raus, bringt uns halt den Board-Vorteil über die doppelte Karte, die wir ja in jedem Zug haben. Das wäre schon ganz schnieke, liebe Leute. Das wäre wirklich ganz schnieke. Okay, wir haben Vanish, Eviscerate und die Caverns. Make the Caverns great again, liebe Leute. Ich meine, das Deck ist nicht unplayable, aber ich denke trotzdem, dass Valera auf jeden Fall im Miracle Rogue besser aufgehoben ist, tatsächlich. Aber wir werden mal sehen, liebe Leute. Wir werden mal sehen. Wir werden sehen, ob wir da was machen können. Wenn wir halt gut ziehen und sowas wie zum Beispiel Prep und andere Sachen ziehen. Wenn er halt nicht den Ramp hat direkt von Anfang an. Natürlich hat er den Ramp. Warum haben die Druids immer die ganze Zeit den Ramp ready? Das ist halt echt, das ist echt traurig. Damit kann er mich halt relativ schnell fertig machen. Und damit kann der Rogue im Moment noch nicht so ganz umgehen. Vielleicht sollten wir wirklich Control Rogue spielen. Und dann halt noch Elementals reinpacken.
Oh, Nourish for Ramp oder for Ding? Oh, Nourish for Ramp. Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr ungern sehe. Aber tatsächlich ist es auch gar nicht so schlecht, weil er halt damit seinen Card Draw für Nourish weggepackt hat. Okay, das sieht gar nicht schlecht aus. Wir spielen also ein Play. Bounce, Hit and Turn. Okay, damit haben wir halt einen kleinen Vorteil mit dem 1-2er tatsächlich, weil wir spielen ihn halt jetzt raus, kriegen nochmal ein Flame Elemental raus. Wenn wir irgendwie halt nochmal ein Innervate. What the fuck hat er auf der Hand, Leute? Willst du mich verarschen? Er spielt einfach Turn 3 Spiel der Arthas raus, Leute. Oh mein Gott, der Big Druid ist so OP. Big Druid, OP. Rip Arthas, bitte. Play. Play. Hit and turn. Das ist halt echt traurig, dass er jetzt schon Arthas rausspielen konnte. Oh, das macht ihm so ein Board Value, liebe Leute. Das ist wirklich krass. Okay, er wird hier den Slime nehmen. Oder rampt er noch weiter? Er nimmt den Slime. Es hätte mich gewundert, wenn er gerampt hätte. Das wäre tatsächlich nicht optimal gewesen für ihn. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay, Karten ziehen ist immer gut. Prep, Karten ziehen. Ja, Prep, Karten ziehen. Youthful Brewmaster. Ich hätte erst hitten sollen. Ah, da merkt man halt, dass ich ihn nicht so oft spiele. Den guten Rogue. Okay, Face and Turn. Wir sind jetzt auf... Wir haben jetzt die Firefly halt echt dreimal jetzt schon gebounced. Das ist krass. Okay, es steht ja nicht dran. Das heißt also, wir müssen hier ein bisschen auf Luck spielen hier tatsächlich. Wir haben 1, 2, 3. Das heißt ja... Ah, okay. Boah, Starfall ist heftig. Starfall ist echt heftig. Kann auch Hero Ability Face gehen. Okay, die Chance, die wir jetzt noch haben, liebe Leute, ist, wir ziehen halt jetzt weiterhin unsere Bounce Minions, wir ziehen Mimic Pot into Igneous Elemental oder halt die Firefly. Das wäre natürlich sehr, sehr gut, da ist schon mal der Mimic Pot, komm schon, into Igneous Elemental. Ach so, sie deckend. Tatsächlich auch nicht die schlechteste Karte jetzt hier an der Stelle. Machen hier den Hit, gehen hier Face, machen Hero Ability and Turn. Ich muss sagen, dafür, dass er halt eigentlich das Agro, dass er das Control Deck spielt, halten wir uns eigentlich relativ gut, obwohl er kontrolliert uns halt total aus. Also das stimmt halt natürlich. Die Chance, dass wir halt bald auf 9 Mana kommen, ist halt relativ gering. Was hat er hier? Oh, das ist nicht gut, ein 6 Drop. Okay, er ist tatsächlich nicht so problematisch. Das Problem ist eher, dass wir keine Minions auf dem Board haben und gar nichts. Und wir halt auch die Chance, das Elemental hier zu kriegen, ist halt auch relativ gering gerade. Bauen sie ihn zurück, spielen das hier aus. Gehen Face Hero Ability and Turn. Das Problem ist halt, selbst wenn wir jetzt hier irgendwie einen weiteren Minion rausgespielt hätten, hätte es halt nichts gebracht eigentlich. So, jetzt ist er auf 10 Mana. Ich frage mich, was die Arthas, also die Lich King Karte ist, die er gezogen hat. Oh, ramp it up. Also besser gesagt, zieh eine Karte. Der Big Druid ist mega stark, Leute. Ich glaube, das wird echt eins der krassesten neuen Decks werden. Man muss gar nicht mehr Jade spielen. Big Druid ist viel stärker inzwischen. Oh, ich hatte die Hoffnung, dass wir vielleicht die Quest irgendwie zurückbringen können. Aber wenn es gegen solche Decks geht, wie jetzt hier den Big Druid oder sowas, haben wir halt echt krasse Probleme. Wir haben gegen jedes controllige Deck halt sehr, sehr krasse Probleme. Card Draw, Leute, das könnte uns nochmal retten. Komm, eine gute Karte. Swashbuckler.
Ah, vielleicht können wir was Gutes burgeln, Leute. Ich meine, die Chancen sind nicht schlecht. Burgle, burgle, burgle. Was ist denn hier los, hey? Mein Gott. Tatsächlich sind die beide gar nicht so dumm. Tatsächlich sind die beiden Karten gar nicht so dumm, die wir hier gezogen haben mit Tyrantus und dem Ancient of War. Mit dem Ancient of War, wenn er sich halt kein weiteren Ding mehr holen kann, können wir uns da halt eine Weile lang deffen. Das ist halt wirklich von Vorteil. Spielt er Tyrantus? Tyrantus wäre halt auch so eine Karte, die ich tatsächlich in dem Big Druid spielen würde. Weil Tyrantus ist halt einfach eine gute Karte. Attack, okay, er cleart hier das Board wahrscheinlich. Dann gehen wir hier mit dem Ancient of War rein, Leute. Wir gehen hier mit dem Ancient of War rein. Ziehen hier einen Prep. Ne, wisst ihr was? Oh ne, warte mal, wir haben nicht genug Mana. Hero Ability. Enter. Okay, ein 5-10er. Die Frage ist, wie er den jetzt hier irgendwie wegrippen kann. Ansonsten geben wir im nächsten Zug auf Tyrantus. Er hat einen Silence. Oh, das ist natürlich richtig ätzend. Dann kann ich ihn auch noch buffen. Das ist natürlich richtig ätzend jetzt, Leute. Okay, die Chancen stehen halt trotzdem schlecht. Er macht uns jetzt 8 Schaden. Wir hitten den einen weg. Er kann halt immer weiter auf sein Board gehen. Wenn wir jetzt Valyra oder sowas ziehen, wäre das natürlich nicht schlecht vom Grundprinzip her. Er holt sich Angriff. Er will hier Full Face gehen. Er macht im nächsten Zug dann noch 9 Schaden. Dann ist es GG. Ja, ist locker GG. Wir müssen halt einen Minion auf jeden Fall wegtraden und dann zieht er halt was anderes raus. Deswegen spielen wir jetzt hier tatsächlich Vanish und surrendern, weil es bringt jetzt leider gar nichts mehr. Oh, Leute. Da ist immer noch der Questroke, scheint immer noch nicht zu funktionieren. Vielleicht müssen wir ihn Controlliger bauen. Wir bauen ihn mal Controllig, Leute. Elemental Control Rogue. Ja, klingt nicht schlecht. Pirates lassen wir trotzdem drin. Eviscerate lassen wir drin. Den Bounce packen wir raus. Den Bounce packen wir raus. Fan of Knives lassen wir drin. Das lassen wir drin. Vanish lassen wir auch einmal drin. So. Wie sieht ein Control Rogue aus? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir spielen auf jeden Fall Hallucination, will ich nur spielen. Probieren wir jetzt in die Jade-Richtung mitzugehen. Also den hier brauchen wir auf jeden Fall einmal. Mein Cleave nehmen wir mit. Deswegen nehmen wir noch die 2 Coins mit. Wenn wir den Dude. Na, fuck, da brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Davon brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Shadow Step kann raus. Wir wollen nichts mehr bouncen. Das hier. Also wir wollen schon noch bouncen, aber halt anders. Spielen Control. Dann wäre der Tar Creeper wahrscheinlich nicht schlecht. Ist der denn der gute Tar Creeper? Da ist er doch. Und der Stonehill Defender, Leute. Stonehill Defender wäre auch gut. Das heißt, wir spielen den Razor Petal Lasher, machen wir raus. Zwei Karten noch. Vanish packen wir raus. Doppel den hier. Und dann testen wir das Ganze nochmal. Mal schauen, ob wir dieses Mal eine Chance haben. Ich meine, vom Grundprinzip her spielen wir jetzt einen Miracle Rogue auf die Quest. Also so eine Mischung könnte man fast schon sagen. Was ich tatsächlich ganz interessant finde. Okay, schöne One-Drops.
die Quest am Start, Hallucination am Start. Tatsächlich möchte ich die Quest am Anfang noch nicht rausspielen. Wir packen sie erstmal weg, genauso wie das hier. Die Quest spielen wir dann raus, wenn wir die Value-Karten mit Firefly und alles machen können. Ich denke tatsächlich, dadurch, dass wir halt so mid-rangey eigentlich jetzt spielen, könnte das schon ganz gut sein. Greetings. Oh Leute, Quest gegen Quest wäre das hier gewesen. Oh, das ist okay tatsächlich. Wir holen uns einen Eisblock, oder? Ah, wohl ein Feuerball ist halt auch ganz schön gut. Ne, ich denke tatsächlich, ein Eisblock könnte ja besser sein. Wir können ja noch ein paar Karten burgeln von unserem Gegner. Mann, wir haben ja noch ein bisschen Burgle-Action übrig. Na, das ist natürlich ätzend. Aber auch nicht so schlimm. Wir machen hier aber zum Beispiel Swarge, Burgle, Burgle, Burgle. Molten Reflection. Prep. Eviscerate. Ein Turn. Ah, oh, nein. Burgle, Burgle, Burgle. Fuck. Bullshit gebaut. Ist egal. Passt schon. Passt schon, ist nicht so schlimm. Da kommt der Ping nämlich. Das habe ich mir fast schon gedacht. Und noch ein Mana-Würm oder sowas. Ich finde es interessant, was er hier für eine Version spielt, wenn ich das mal so sagen darf. Wir burgeln jetzt. Wir holen uns hier mal noch eine Runde und burgeln dann wahrscheinlich über den Coin Stonehold Defender. Ist eine gute Sache, besonders dass wir den jetzt doppelt haben. Coin, Burgle, Burgle, Burgle. Sorcerer's Apprentice. Ach du Scheiße, das ist eine gute Karte. Sorcerer's Apprentice into Molten Reflection into. Die zwei Karten kosten einen Mana. Frostbolt. Ja. Stonehill Defender. Tar Creeper. Haben wir ein Beast drin? Wir haben keine Beasts drin. Wir haben keinen Dragon drin und wir haben keinen Murloc drin. Das heißt also, der ist schon mal absolut wertlos. Ach, was heißt wertlos? Er ist immer noch ein 7 Mana, relativ guter Dude, aber trotzdem finde ich das nicht so optimal tatsächlich. Wir holen jetzt unser erstes Flame Element hier raus. Das ist nicht schlecht. Weil das brauchen wir jetzt auf der Hand. Das wird jetzt auch nicht mehr rausgespielt, liebe Leute. Zumindest zu Anfang wird es nicht rausgespielt. Wie waren die Quests nochmal vom Rogue? War das mit Summon a Friendly Minion oder war das einfach nur, ja, Friendly Minion, bla bla bla. Ihr wisst schon, was ich meine. Weil ansonsten wäre das halt echt eine gute Wombo-Kombo hier, die wir hier hatten. Okay, wir können hier Hit-Hit machen. Na, ist tatsächlich nicht schlecht. Spielen mal noch Hero Ability Phase and Turn. Es ist halt Control gegen Control jetzt das Matchup, was ich eigentlich ganz cool finde. Vielleicht können wir es wirklich so die Quest wiederbeleben, Leute. Das wäre eine ganz, ganz nette Sache, wenn ich ehrlich bin. Besonders über Valira. Ich will unbedingt ein Deck haben, wo Valira the Hollow wirklich gut ist, Leute. Es muss sein. Ah, okay. Ich bin on fire, sagt er mir hier. Okay, 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 was können wir hier spielen? Wir können die spielen, dann werden alle Spells billiger. Die Frage ist, was das für ein Ding ist. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir hitten mal hier Face. Vaporize? Ah, okay, Freeze. Ist tatsächlich in Ordnung, der Freeze. Wir spielen ihn hier. Ah, das ist mein Jungle. Ah, die sind alle shitty. Das ist tatsächlich noch die beste Wahl hier. 8 Handkarten. Wir können halt. Wir können Prep, Secret. Wir müssen halt das Secret zum rechten Zeitpunkt spielen. Okay, nochmal ein Secret. Kommt jetzt nochmal so ein Dude raus? Ich glaube, er hittet einfach hier den 1-4er und pinkt den 1-1er. Das würde hier am meisten Sinn machen tatsächlich. Macht er auch an der Stelle. Das ist gut. Da können wir ihn wegmachen über Hit Hero Ability. Noch ein Tar Creeper. Wir versuchen einen kleinen Minion zu spielen. Okay, die Karte ist tatsächlich relativ gut in dem Deck.
Ich möchte einen fetten Van Cleef rausbringen. Play. Zehn, zehn. Es ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes, den Van Cleef jetzt hier zu haben, den dicken. Damit können wir einiges machen, wenn er jetzt kein Sheep hat oder sowas in die Richtung. Secret? Feuerball? Fallen's Portal, okay. Nichts Gutes, bitte. Ist tatsächlich nicht so optimal für ihn. Wir gucken mal, was es ist. Das heißt also, wir machen hier... Go away! All of you! Und turn. Wir stehen gerade gar nicht so schlecht da tatsächlich, was ich sehr, sehr interessant finde. Was ich wirklich sehr, sehr interessant finde. Mana Worm into Sheep. Okay. Wir killen seinen Mana Worm also wieder instant. Er könnte. Nee, er kann ihn nicht wieder auf die Hand kriegen. Da spielt das Elemental raus. Nochmal ein Elemental raus. Macht nichts weiteres. Das. Oh, Ignis Elemental, nice. Das ist tatsächlich was ich sehen möchte hier an der Stelle. Okay, vielleicht verrät es ihm gerade tatsächlich, was mein Plan ist hier. Aber ich habe die Hoffnung, dass es ihm das noch nicht verrät. Ich hätte es direkt machen sollen, Leute, aber ich war mir nicht sicher tatsächlich, ob ich es machen soll oder nicht. Weil ich tatsächlich ist die Frage halt, Leute, wie ist der Fall? Caverns Below steht da drauf, whenever you play oder whenever you summon. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es Play ist. Und wenn es Play ist, dann ist es tatsächlich nicht optimal. Komm, das wär cool, wenn wir hier den ersten Sieg mal raushauen würden. Es wird mal wieder Zeit für einen Sieg. Für meine Seele, Leute. Für meine Seele wäre der Sieg natürlich hier optimal. Okay, er macht hier den Trade. Für meine Seele. Könnte auch ein Schlachtruf sein. Firefly, Firefly. Okay. Backstep. Backstep. Hit. 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 Hero Ability and Turn. Okay. Vom Grundprinzip her ist halt der Fall der Fälle, dass dieses Deck dann halt nicht mit der Quest gewonnen hätte. Aber, liebe Leute, ihr seht den Plan, den ich verfolge mit der Quest. Dadurch, dass alles viel, viel controlliger geworden ist und dadurch, dass alles auch teilweise viel, viel langsamer geworden ist, haben wir halt den Vorteil, dass wir die Möglichkeit haben, die Quest andersweitig auch rauszukriegen. Okay, das ist... Und zwar, stellt euch mal vor, wir haben... Die Quest kostet ein Mana. Wir brauchen nur ein Coin und fünf Elementals, die wir auf einen Zug rausspielen. Um dann halt einfach die Quest zu triggern und alles mögliche, Leute. Ich denke tatsächlich, dass diese neue Quest Miracle Rogue eine Möglichkeit ist, Leute. Ich habe die Hoffnung, dass Quest Miracle Rogue gut ist. Und ihr habt jetzt gesehen, ein Game haben wir gewonnen. Der aggressive Weg ging leider nicht. Dadurch aber der passive Miracle Rogue Möglichkeit ging. Ich finde ihn tatsächlich gut. Ich finde ihn sehr, sehr stark, weil er halt auch auf die Removal oder sowas geht. Wir nennen ihn jetzt Quest Miracle. Wenn ihr nachgucken wollt, so wie er aufgebaut ist, könnt ihr gerne auf Hearthpawn nachgucken. Ich lade ihn da jetzt dann gleich hoch. Und ich bedanke mich hier jetzt mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann hätte ich mal gesagt, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss.